Herzlich willkommen bei Filmarchäologie. Und wir reden heute über Behinds Video. Und ich möchte euch nicht alle ansprechen. Ich möchte mit dir durch die Kamera reden, Behind. Weil du hast ein Video über die deutsche Filmförderung gemacht und über den deutschen Film. Warum denn der deutsche Film so schlecht ist, dass das ja systemisch wäre. Und wie setze ich das auf? Wenn ich so ein großes Video machen würde und mich so weit aus dem Fenster lehne und für meine Zuschauerschaft die herausfordernde Länge von 22 Minuten wähle, vielleicht einen Tick länger, dann würde ich mir genau überlegen, ob ich mein Video nicht ordentlich mache. Weil, lieber David, man kann ja von deinen Videos halten, was man will, aber das ist ja wohl ein Witz. So kann man nicht über den deutschen Film und über die deutsche Filmgeschichte reden. Das, was du dort machst, ist ein ganz simples und billiges Framing, was eigentlich nur versucht, du möchtest ja nicht auf den deutschen Film einschlagen. Du möchtest ja zeigen, dass das Problem im deutschen Film Struktur hat, dass es systemimmanent ist, dass es in der ganzen Produktionskette drin ist und dadurch der deutsche Film an so vielen Stellen krankt und dass der deutsche Film von so vielen Leuten belächelt und verlacht wird. Ich frage mich, von was für Geistesfeinden und anti-intellektuellen Leuten der deutsche Film denn aktiv verlacht wird. Weil das große Problem daran ist ja, dass wir uns immer wieder mit Anlauf untereinander erzählen, dass der deutsche Film so wahnsinnig schlecht ist. Der deutsche Film hat keine Qualität. Bla, bla, bla. Das erzählen wir uns alle immer wieder und freuen uns und geben uns die Hand, weil irgendein, nennen wir es mal Mainstream, ein deutscher Blockbuster, eine deutsche Komödie, nicht den Qualitätsansprüchen von irgendwelchen Internetkritikern und Journos genügt, die irgendwelche sechsten Seiten in Tageszeitungen vollkritzeln. Ja, kriege ich einen Heulkrampf. Ist halt schade, dass das deutsche Kino auch einen Entertainment-Faktor nacheifert und versucht, Geld zu verdienen. Aber ich möchte dein Video stringent durchgehen. Ihr könnt das Video anschalten. Auf den Förderteil gehe ich irgendwann nochmal gesondert ein, wenn ich mich dort richtig belesen habe und da auch ein bisschen wissenschaftlich in dem Bereich was herausgearbeitet habe. Ich bin Medienwissenschaftler, das habe ich noch nie auf dem Kanal irgendwie als Argument genutzt, aber wenn ich mich mit der Thematik beschäftigen möchte, aktiv im Video, möchte ich das als Medienwissenschaftler auch vernünftig machen und dieser zweite Teil des Videos würde, wenn dann, von mir nochmal einzeln durchleuchtet werden, wenn das überhaupt kommt. Mir geht es um den Teil, wo Behind über den deutschen Film spricht. Und ihr könnt jetzt praktisch sehen, das Video starten, von dem Moment an, wo das Video beginnt, mit dem Ausschnitt aus dem Film Siegfried. Und alleine der Siegfried-Gag, den er dort zeigt, der ja darauf ausgerichtet ist, den deutschen Film, also das ist ja ein direktes Framing. Behind versucht ja, seine Zuschauer, die Leute, die das Video gucken, in eine direkte Abwehrhaltung gegen den deutschen Film zu bringen, dass man direkt sagt, seht ihr, so ist der deutsche Film. Ich verstehe das, weil ich ein Einzelprodukt nehme und das für den ganzen deutschen Film als großes Gesamtbild sehe, dass ich stattdessen mal überlegen müsste, dass verschiedene Komödien immer wieder erscheinen und immer wieder verschiedene Geschmäcker bedienen, das ist dann wahrscheinlich zu schwer. Das ist so, als würde man sagen, ja, Frankreich hatte nur Louis de Funès und das war ja rechtskonservativ oder das war ja eher konservative Komik. Die französische Komödie war nie gut. Ja, ja, und Jacques Tati hat Playtime gedreht, weil ihm langweilig war. Das ist das Problem. Das ist einfach nur eine Betrachtung der deutschen Filmkultur durch ein Brennglas. Und dieses Brennglas wird hier minutiös über einzelne Lichtflecke der deutschen Filmgeschichte geschoben, um im Zuschauer diesen Beigeschmack nochmal ordentlich zu verhärten. Hier wird nicht ein Schuss Maggi rangegeben, die ganze Flasche wird aufgeschlagen und reingekippt. Und danach kommt die wunderbare Plattitüde, wir sind das Land der Dichter und Denker. Was soll das aussagen, Behind?
Was möchtest du uns damit sagen als Zuschauer? Das wissen wir doch selbst. Und möchtest du einen kulturellen Verfall attestieren? Möchtest du dadurch ausdrücken, dass die Kultur, der deutsche Kulturfilm, nicht mehr seinen Wert hat, weil wir immer wieder Filme haben, die niederschwelligen Humor aufweisen? Ich meine, ja klar, beim Amerikaner braucht uns das nicht zu stören. Der Amerikaner hat keine Kultur, deswegen kann er natürlich aus sich heraus auch nur niederschwellige Kultur schaffen. Soll das das aussagen? Wenn ja, bin ich bei. Aber sind wir mal hier kurz ernst, der deutsche Film, genauso wie der amerikanische Film oder prinzipiell der Film überall auf der Welt, ist in der Lage, sowohl niederschwellige, einfache Komödien zu erschaffen, als auch anspruchsvolle Werke. Das hängt vom Regisseur ab, das hängt vom Werk ab. Und es ist nicht falsch, Filme zu produzieren, die nicht jedes Mal ein halbes Adorno-Buch sind, sondern die auch einfach nur gefallen können. Das ist etwas, wofür man als Kritiker lange braucht, um zu verstehen, dass der Film nicht nur dem Kritiker gefallen muss. Der Film muss auch eine Unterhaltung für die Leute sein. Und nicht nur den eigenen Geschmack bedienen. Naja, und dann gehen wir ja weiter und es wird aus Caveman ein Furzwitz gezeigt. Die tiefste Schublade der Comedy. Ah, ist das unlustig. Ah, guck mal, jetzt haben wir schon zwei Filme. Wir bringen uns da richtig gut in Stellung gegen den deutschen Film. Wir beginnen uns zu verschanzen. Wir beginnen aktiv uns vom Mainstream-Film abzuspalten. Wir zeigen direkt auf, ah, es gibt schlechte Aspekte am deutschen Film. Ja, mein Gott. Es gibt auch irgendwelche krummrückigen Nichtskönner, die immer wieder die Razzies verteilen und dort betonen müssen, was es für unglaublich schlechte Filme doch gibt. Ja, in einer Produktion sind nicht alle Werke gleich gut, sondern haben unterschiedliche Qualitätsstandards. Ja, ist doof, wenn ein Werk nicht deinen Geschmack trifft. Das kann man auch kritisieren, aber dadurch ist nicht alles gleich schlecht. Du bist nicht Spengler, das hier ist nicht der Untergang der deutschen Filmkultur. Ich hoffe, die Referenz war nicht so hoch. So, deutsches Kino ist scheiße. Behind möchte aber nicht draufhauen. Nee, deswegen hat er auch nur zwei Clips gezeigt, die aktiv uns schon mal in Stellung bringen. Das ist... Oh, ich möchte nicht mit dem durchstoßen, aber da ist ja gerade jemand langmarschiert. Hä? Entweder du leitest sanft in dein Thema ein, ohne wieder Clips zu nutzen, damit man auch schön deinen Redefluss vergisst, oder du nutzt diese Clips, um ein Bild aufzubauen. Aber doch nicht das, was du kannst doch nicht, das ist doch, das läuft doch nicht geradlinig weg. Das geht doch in zwei Richtungen, das ergibt doch keinen Sinn. Und dann kommt der Punkt, dass das deutsche Kino innerländisch als auch ausländisch einen schlechten Stand hätte. Einen schlechten Stand bei wem? Beim Publikum? Wir verkaufen doch alle möglichen Sachen weltweit. Babylon Berlin ist jetzt eine Serie. Und wenn ich schon Serien als Beispiel nutze, Gott bewahre, läuft doch. Sandra Hüller ist ein Megastar. Die ganze Welt kennt Sandra Hüller. Klaus Kinski ist eine Ikone. Du kannst in Kongo fliegen und jeder kennt Klaus Kinski sozusagen. Also es läuft doch. Worüber beschweren wir uns? Danach, also dieser Stand, ich weiß gar nicht, woran der festgemacht wird. Später wird er an wirtschaftlichen Kennzahlen und an Besucherzahlen festgemacht. Okay, innerländisch 20%, aber in Gänze? Wie viel? Woran machen wir das fest? Und ich meine, man soll sich doch nicht beschweren, wenn irgendwelche großen Fernseh, hier in großen Anführungszeichen, Stars wie ein Jan Böhmermann aktiv aufs deutsche Kino raufhauen und man sich dann denkt, oh, wie, die Leute wollen keine deutschen Filme mehr? Haben wir ihnen etwa eine Botschaft subtil übersandt über die Zeit, dass der deutsche Film automatisch schlecht ist, weil es der deutsche Film ist? Ach krass. Wenn man also, da muss ich kurz nachdenken, der deutsche Film, der ist also schlecht, weil der deutsche Film schlecht. Warum geht ihr nicht ins Kino und guckt den deutschen Film? Wir betonen es doch nur rauf und runter, dass der deutsche Film nichts taugt. Hä? Das wundert mich jetzt auch. Ja, und dann geht's weiter. Der deutsche Film hat eine bewegte Geschichte. Ja,
Deutschland hat eine bewegte Geschichte. Wenn wir aufs letzte Jahrhundert zurückgucken, ist ein bisschen was passiert. Hat, um Geschmäckle es so auszudrücken, bewegte Geschichte. Und Deutschland war früher mal wie Hollywood. Okay, cool. Was soll das ausdrücken? Soll das ausdrücken, wir hatten große Produktionsanlagen? Ja, stimmt. Wir hatten große Stars? Ja, auch. Aber wir haben weiterhin große Stars. Wir waren richtungsweisend in bestimmten Zeiten der deutschen, also der Filmgeschichte. War Deutschland in den 20er Jahren mit dem expressionistischen Film richtungsweisend? Ja, das stimmt. Aber dadurch war nicht weltweit die Filmindustrie lahmgelegt und alle Augen staunten auf Deutschland. Man schaut für die künstlerischen Aspekte und die Weiterentwicklung verschiedener Kameratricks nach Deutschland, ja. Aber nicht die Gänze der Filmwelt war zwischenzeitlich nur auf deutschen Film. Nein, die Filmgeschichte ist ja gerade in den Anfangsjahren eine sehr, erstmal eine lokale mit vor allen Dingen Frankreich, Deutschland, Amerika. Und dann hat sich das ja erweitert und wurde ein den Globus umspannendes und auch in den Globus versendendes System. Aber das ist doch, ja, Deutschland war zeitweise wichtig, aber Deutschland ist auch nie irrelevant im Film. Aber sei es drum. Dann werden Filme genannt wie Kabinett des Dr. Caligari. Ja, natürlich war das ein wichtiger Film. Aber wir haben weiterhin, wir haben jede Dekade einen so wichtigen Film, der eine bestimmte Tendenz, der etwas bringt. Kabinett des Dr. Caligari ist halt ein leicht zu schluckender Köder für Leute, die sich nicht so viel mit Film auskennen und zu sagen, wir waren mal wichtig. Seht ihr, guckt mal da. Und dann Metropolis, ja, das war sogar ein wichtiger Sci-Fi-Film. Wir haben ja richtig mal, das ist ja wieder nur ein Positionieren. Guckt mal, wie gut es mal war. Guckt mal in die Vergangenheit und wie schlecht ist es gerade. Naja, und dann kommt der Punkt, dass die Nationalsozialisten einen Großteil der Filmschaffenden vertrieben haben oder einige Filmschaffende vertrieben haben, sie ermordet. Und ja, vollkommen richtig. Und dass Deutschland als kreativer Standort, um es mal so zu beschreiben, dadurch gelitten hat und sich verändert hat, ist vollkommen richtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, der deutsche Film hat nicht 33 aufgehört, Filme zu produzieren, 45 wieder weitergemacht. Es war ja weiterhin eine Kulturproduktion, eine nationalsozialistische Kulturproduktion, ja, eine faschistisch-propagandagetriebene Kulturproduktion, ja, aber dennoch ist weiterhin Film entstanden. Es sind weiterhin große Werke entstanden. Olympia, also prinzipiell die Riefenstahl-Sachen. Es sind sehr viele Rühmann-Filme entstanden, Quacks oder auch eine Feuerzangenbowle. Es sind weiterhin große Kulturgüter entstanden, trotz der Zeit, trotz der Einengung und der, nennen wir es mal, diktatorischen Veränderung des und Verstaatlichung des Filmbetriebs. Vollkommen richtig. Aber der deutsche Film ist weiterhin da gewesen. Es war nicht so, dass der deutsche Film, er wurde nicht mehr so viel ins Ausland verschickt. Ja. Aber dennoch war der deutsche Film weiterhin da. Dein Video evoziert im Zuschauer, dass einfach nichts kulturell entstanden ist. Und das stimmt halt nicht. Es ist weiterhin Kultur entstanden. Auch in einer Schreckenszeit. So, und dann kommt der Punkt, also erstmal Billy Wilder. Der Mann hat immer darauf bestanden, dass man ihn Billy Wilder nennt. Aber du bist der Experte. Als in den 50er und 60er Jahren kam und der Krieg zu Ende war, erstmal schön. Dann hat der Deutsche, da wollte das deutsche Volk vergessen, sagst du. Gebe ich dir recht. In den 50er Jahren, gerade in der Wirtschaftswunderzeit, war es für den deutschen Film sehr typisch, sich sehr an die geschundene, nennen wir es mal deutsche Volksseele, anzugleichen und sie sehr mit weicher und sanfter Unterhaltung zu bewegen. Das stimmt. Aber erstmal, was machst du da im Video? Das kann doch unseren Willi nicht erschüttern. Das ist der erste Film, den du einblendest. Der ist von 1970. War es deinem Cutter nicht möglich, einen Film aus den 50ern zu finden? Danach bringst du ja weitere Filme, die auch eher in die Zeit passen. Aber das ist so, dann mach's doch richtig. Mein Gott, oder arbeite nicht mit Cut-Ins.
So, aber die 50er Jahre ist halt als Zeitperiode dennoch nichts, was hermetisch abgeriegelt ist von filmischer Kunst. Wir haben auch einen Erstarken der DEFA, wir haben eine ganz neue Form von, sobald die DEFA auftaucht, haben wir auch eine zweigeteilte doppeldeutsche Kulturproduktion, die ganz andere Werke hervorbringt, die nicht nur die deutsche Volksseele, sagen wir mal, an der sich nicht nur die deutsche Volksseele labt, selbst die Filme, die von Heinz Erhardt gedreht wurden, waren ja auch dafür da, um die Wirtschaftswunderzeit so ein bisschen leicht zu parodieren. Natürlich war das alles weich und seicht, aber das ist ja nicht alles, was in der Zeit entstanden ist. Ich meine, du zählst einen Freddie Quinn auf, den gebe ich dir. Freddie Quinn war weich, es war leicht, das konnte man wegkonsumieren. Aber zu der Zeit der 50er Jahre, 60er Jahre, war es sehr typisch, dass Musiker und solche Leute große Filme bekommen haben. Mein Gott, ein Elvis Presley hat Berge an Filmen, die alle scheiße sind. Dennoch sind das Kulturgüter, die eine Zeitperiode untermalen. Es ist ja nicht so, dass dadurch kein Kulturgut entstanden ist, nur weil es, sagen wir mal, seicht ist oder nicht deinen qualitativen Ansprüchen entspricht. Heinche-Film, ja, mein Gott, ein paar Heinche-Filme tun auch keinem weh. Ist immerhin weich. Ist etwas, was auch ein Teil der deutschen Geschichte ist. Du kannst ja nicht immer fordern, dass nur Arthouse gedreht wird. Heinz Rühmann dort in dieser Aufzählung von Freddie Quinn, Heinz Rühmann und Heinche einzubauen, ist kompletter Quatsch. Heinz Rühmann hat in der Zeit bedeutende und auch vorher bedeutende Filme gedreht, die auch wirklich kritisch zu sehen sind. Rühmann ist als deutsche Filmfigur eine Person mit enormer Strahlkraft, aber auch eine Person, die enorme Kritik für das, was sie macht, einzustecken hat, und das ist wichtig. Wir haben ein äußerst umstrittener und äußerst schwieriger Film, der, wenn man ihn betrachtet, nochmal ganz anders gewertet werden muss mit dem, was er ist als Film. Dann haben wir etwas wie Die Feuerzangenbowle, ein hoch und runter gespielter Klassiker, in der Nazizeit entstanden. Dann haben wir aber später auch einen Heinz-Rühmann-Film wie Mein Schulfreund, der die ganze Zeit des Nationalsozialismus kritisch aus der Vergangenheit, also aus der Zukunft heraus bewertet. Wir befinden uns in den 60er, späten 50er Jahren, und Heinz Rühmann reflektiert sich selbst und seine Rolle im Nationalsozialismus als, sagen wir mal, Durchhaltefilmer aktiv mit. Das ist ein wahnsinniges Werk. Wir können Heinz Rühmann nicht zwischen einem Freddie Quinn und einem Heinche schmeißen, nur weil er auch sozusagen der Papa der Nation war. Das ist großer Unfug, das ist filmische Unbildung, die du dort betreibst. Und man darf auch nicht vergessen, es geschah am helllichten Tag. Wir haben dort einen Gerd Fröbe. Was für ein Megastar, eine Ikone des Kinos. Deutschland hat keine Stars. Ja. Wir haben auf der anderen Seite dann natürlich einen Heinz Rühmann in seiner wahrscheinlich beeindruckendsten Rolle. Stimmt. Das Genre-Kino, das deutsche Genre-Kino. Dann haben wir das Wirtshaus im Spessart, einer deiner nächsten Punkte. Hast du den Film gesehen? Lieselotte Pulver ist zauberhaft. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst doch ein. Hast du kein Fingerspitzengefühl, was den deutschen Film angeht? Das meine ich todernst. Du musst doch verstehen, wie wichtig dieser Film ist. Was das für ein großes. Auch es ist nun mal einfach, es ist so eine interessante Darstellung. Ist es eine godardhafte Darstellung von Kinokünsten? Nein, aber es ist ein wahnsinnig gut und handwerklich auch gut gemachter Film. Dann kommt auf einmal dein komischer Schwenk zum Schulmädchenreport, was mir auch wieder zeigt, wie wenig du dich mit deutscher Pornografiegeschichte offensichtlich und Softcore von mir Geschichte beschäftigst, sondern einfach nur diesen Fakt als diffamierendes Element für den deutschen Film einbaust, um nochmal nachzutreten und aufzusagen, guck mal, der deutsche Film hat auch Schund gedreht. Mein Gott, wir befinden uns in der Zeit, wo der Pornofilm eine große und im Kino lukrative Möglichkeit war, Sachen zu drehen. Das Kino ist, denken wir an Sachen wie Deep Throat, einer der erfolgreichsten Filme. Emmanuel, die Franzosen rennen heute noch die Bude ein, wenn der läuft. Das ist ein ganz normaler Teil der Kinogeschichte. Ich weiß nicht, ob es Prüderie oder Unwissen ist, aber du musst doch verstehen, dass das Teil von Kulturschaffen ist. Du kannst nicht immer nur
im Lehnstuhl deinen Godard dir in den Kopf drehen. Es ist doch wichtig, dass die Kinokultur vielfältig ist und dass das, nennen wir es mal Warenangebot, ja, Kulturindustrie, danke, danke, dass es ein vielfältiges Angebot gibt und nicht nur, wir müssen anspruchsvolles Kino oder wichtiges Kino. Kino muss auch mal die Seele baumeln lassen. So, und dann sagst du, dann fällt mir auf, später beschwerst du dich über die Genrelosigkeit des deutschen Films. Ja, du hättest auch den Western, denken wir an die vielen Western-Filme, die gedreht wurden, die ganzen Winnetou- und Old Shatterhand-Filme, natürlich noch viel wichtiger für, also meiner Wahrnehmung nach natürlich, die Edgar-Wallace-Sachen. Wir haben Fu Manchu-Filme. Wir haben große Genrefilme in den 60er, 70er Jahren. Das zieht sich aber auch durch, auch die 80er. Der deutsche Film hat ja immer wieder mal seine Zehen in den Actionfilm gesteckt. Gruß an die Katze an der Stelle. Also man hat die Genrevielfalt, auch im gegenwärtigen Kino. Man muss nur mal hingehen und es auch gucken. Und nicht nur sich immer hinsetzen und sagen, tja, Genrevielfalt, tja, nicht vorhanden. Ja, wenn wir uns immer nur hinsetzen und bei Chantal im Märchenland sagen, ja, deutscher Film ist kacke, dann gehen die Leute auch nicht in kleinere Filme. Aber egal, machen wir weiter. Dann redest du über das 70er Jahre Autorenkino und nennst die großen Namen, die jeder Busfahrer kennt. Da denke ich mir erstmal, was ein Quatsch. Deutsches Autorenkino kann man relativ gut terminieren auf 62 mit dem Oberhausener Manifest und Papas Kino ist tot. Das ist so, ja, dann nennst du die großen Namen, die dir jeder nennen kann. Ein Fassbinder, ja cool. So, damit hast du deinem Publikum nichts gebracht und hast selbst auch nichts ausgedrückt. Ja, ein Fassbinder hat Berge an Filmen gedreht. Hat die Masse nicht interessiert, ein Fassbinder. Die rannten einem nicht die Bude ein, wenn ein Fassbinder lief. Das war anspruchsvolles Kino. So, du hättest halt auch Leute wie ein Rosa von Braunheim oder vor allen Dingen einen Süberberg nennen müssen. Aber hast nicht gemacht. Ist ein Wunder. Viel wichtiger wäre es auch zu sagen, natürlich war es erst zu diesem Zeitpunkt möglich, von meiner Rechnung 62, nicht von deiner falschen Rechnung 70er aus, weil der deutsche Film entwickelte sich mit einem immer nach sozusagen rechts nach Frankreich schielenden Auge, natürlich in eine andere Richtung als Nouvelle Vague auftrat. Nouvelle Vague entstand. So, der Erbfeind hatte auf einmal eine neue Form von Kino geschaffen. Etwas Neues gewagt. Godard trat auf, Truffaut trat auf. Kino kam in die Gänge. Kino wurde neu, Kino wurde schnell, Kino wurde anders. Kino wurde unkonform, Kino wurde links, um es mal so auszudrücken. Und das beeinflusste natürlich den deutschen Film, denken wir an die 68er-Bewegung, die auch einen großen Einfluss auf den deutschen Film und seine Weiterentwicklung hatte. Erwähnst du nicht, Nouvelle Vague, 68er-Bewegung. Ich meine, der deutsche Film entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern die Landeskultur und auch die internationalen politischen Verwicklungen haben einen Einfluss darauf, wie sich der deutsche Film verändert. So, du hast auch keinen Joe Hembus erwähnt, mit der deutsche Film kann gar nicht besser sein. Grandioses Pamphlet, der das, was du versuchst in deinem Video mehr schlecht als recht zu machen, ja perfekt in Zeilen gegossen hat und damit die 50er Jahre praktisch gesehen massakriert. Er zeigt ja wirklich auf, wie sanft und weich der deutsche Film ist. Und selbst bei Joe Hembus, einem wirklich großen deutschen Filmschreiber, einem deutschen Filmhistoriker, einem wirklich bedeutenden Filmwissenschaftler ist vielleicht viel, aber dennoch, der hat aufgezeigt, was das für ein wichtiger Aspekt ist. So, danach kommt ein Supernasenbeispiel, wo du sagst, Leute haben mal gedacht, Thomas Gottschalk ist ein wichtiger und lustiger Mensch. Ja und? Thomas Gottschalk war ein wichtiger Teil der deutschen Kulturgeschichte. Thomas Gottschalk ist der erste deutsche Rapper, mein Gott. Das ist ein wichtiger Aspekt des deutschen Kinos, weil Kinos entstehen ja nicht einfach so, sondern Kinos orientieren sich an Trends, an gesellschaftlichen Verwicklungen, an internationalen Sachen. Du kannst doch nicht einfach sagen, Thomas Gottschalk, guck mal, wie unlustig diese Szene ist. Ja, schickes Framing. Zeigt wieder mal, wie schlecht der deutsche Film ist. So, und dann sagst du, es gab halt, wie bei SNL, gibt es Stars, die aus der Comedy kommen,
und dadurch dann bekannt werden und Filme drehen. Boah, ist das Kacke, weil die Amerikaner, die haben den Eddie Murphy. Guck mal, der hat Beverly Hills Cop gedreht. Klasse. Eddie Murphy hat aber auch Pluto gedreht oder Pluto Nash oder wie auch immer der Film heißt. Nicht so klasse. So, und der deutsche Film ist ja so schlecht, weil Agent Ranjit ist entstanden. Ja, aber da hast du auch schön gespart und ich erzähle, dass zum Beispiel Traumschiff Periode 1 aus so ähnlichen Konstrukten entstanden ist. Der Schuh des Manitou, der Wichser. Und wie kann man den Ballermann 6 nicht verstehen? Ballermann 6 ist in sich Kulturgut und ein wichtiger Teil deutscher Identifikation im Ausland. Also der Selbstwahrnehmung, das ist ein relativ kluger Film. Man muss sich auch auf Sachen einlassen und muss nicht, nur weil sie einen, nehmen wir es mal, niederschwelligen Eingang haben, sie direkt verurteilen. Man kann Filme auch tatsächlich analysieren. Mann, du ja nicht, aber Mann. So, machen wir weiter. Deine drei Kritikpunkte. Der deutsche Film sei spröde. Was ein leeres Wort. Was eine Worthülse, die du dort abfeuerst. Was ist spröde? Die Beleuchtung, das Schauspiel, die Kamera, worüber reden wir hier? Du füllst es auf mit immer dasselbe. Ach so, ja stimmt, ich habe vergessen, der Amerikaner ist der König des Kreativseins. Guckt mal rüber, die machen ja immer was Neues. Übrigens, schöne King Kong-Kritik hast du hochgeladen. Fällt dir das eigentlich selbst auf? Dann bringst du dein Beispiel mit den Mann-Filmen, weil Männer war ein erfolgreicher Film, deswegen hat man das immer weiter fortgesetzt. Ja. Und der Amerikaner hat 1000 College-Filme oder Slasher. Der Franzosen hat Integrationskomödien. Ich glaube, so viele Leute können sie gar nicht integrieren. So. Und die Armenier haben Parachanov. Kennst du dich? Google, kannst du einen guten Film gucken. So. Und dann kommt die Geschichten fehlen. Die Art, wie Geschichten, also die Art von Geschichten. Die Genres fehlen. Naja, ich habe eben schon aufgezeigt, dass wir genug Genre in der Vergangenheit haben. Auch in der Gegenwart drehen wir in kleineren Filmen. Du nennst es Indie-Filme. Ein Independent-Film. Ja, aber auch mittelgroße Produktionen wagen sich öfter mal in den Genrebereich vor. Wie gesagt, nicht nur vorm UCI aus dem Eimer Popcorn essen, sondern auch mal versuchen, in kleinere Kinos zu gehen. Dann geht das. Dann sieht man sowas auch. So, und dann sagst du, guck mal, die Nachbarn, die können es doch auch alle und zählst da deine Filme auf. Der ist sogar bei den Oscars nominiert. Was interessiert es mich, ob Epstein Island Enjoyer meine Filme mögen? Da scheiß ich drauf. Die Oscars. Ja, klasse. Kriegst einen Stock mit einem bunten Band. Was ist das denn für ein Quatsch? Oscars, ey. Zu viel besonders scheiße. Die gesamte, aber auch die Filme, die du aufgezählt hast, das ist doch nicht die gesamte Tendenz der Produktion dieser nationalen Filmproduktion. Auch die haben Komödien, auch die haben bestimmte vorherrschende Filmteile. Wie gesagt, der Franzose hat die Integrationskomödie. Prinzipiell die Komödie ist in Frankreich sehr beliebt. Und die haben ganz andere Strukturen, ihre Filme zu produzieren. Ja, aber wir gehen nicht einfach nur ins Kino, weil wir nicht wollen. Ich meine, wir haben gigantische Filme. Man guckt sich Fuck You Goethe an. Man steht zu dem Film, wie man will. Das ist aber ein kulturelles Phänomen gewesen. Mag schlecht sein, aber dennoch. Der deutsche Animationsfilm. Wir haben Ewigkeiten große, verschiedene Animationsfilme gedreht. Wir haben sowas wie Werner. Also wir haben wirklich einiges geschaffen im Bereich Animation. Das zähle ich dir nicht mal auf, das kannst du mal googeln. So, der Animationsfilm. Wir hatten in den 90ern eine kurze Slasher-Welle. Eigenartig, aber wenn man dahin zurückkehrt, merkt man, mein Gott, da sind ja wirklich Sachen entstanden. Und dann ist dein Punkt, wir haben keine Stars. Wir haben vielleicht keine Stars, weil Leute, die bestimmter Leute Content gucken, sich nicht damit auseinandersetzen. Natürlich haben wir Stars. Wann ist denn jemand ein Star? Was ist das denn für ein leeres Wort? So, und Michael Bulli-Herbig ist ein riesiger Star.
Wann ist man denn in Deutschland ein Star? Wenn man zu Stefan Raab gegangen ist? Wo muss man denn auftreten, um ein Star zu sein? Aktiv. Das ist doch nix. Naja, aber große Stars, die gehen nach Amerika. Hat man gesehen, du saßt ja am Roundtable. Ja, geil, mit Roos. Daumen hoch. Cool. Saßt am Roundtable mit Roos. Du Kulturkritiker. So, aber was wollen wir denn? Ist jetzt mal meine Frage. Weil jetzt antworte ich dir mal. Was wollen wir denn? Wollen wir große Blockbuster haben? Also wollen wir Action-Blockbuster? Jetzt bin ich mal ganz hart. In einer Zeit mit verschiedenen medialen Möglichkeiten, mit Netflix, mit dem Kino auf einer Seite, Netflix. Wir haben so viele Möglichkeiten, Filme zu sehen. Der deutsche Film macht so viel. Wir haben so viele Orte, wo sich der deutsche Film positioniert. Wie gesagt, man muss nur hingehen und ein bisschen gucken. Nächstes ist, ich habe nur deutscher Film 2023 eingegeben, um mal zu gucken, was ich alles so fand. Roter Himmel, ganz großes Kunstkino, Petzold, Berliner Schule, darauf gehe ich später noch ein. Wir haben Roten Himmel, wir haben richtig großes Arthouse-Kino, ein toller Film. Dann haben wir sowas wie Das Lehrerzimmer, einen anspruchsvollen, aber sehr zeitkritischen Arthouse-Film, der mal was Neues wagt. Dann haben wir eine Komödie, die wirklich mal einen komischen Geschmack hinterlässt, mit der V gehabt. Wirklich interessant. Dann haben wir einen Historienfilm wie Der vermessene Mensch, der sich wirklich mal in interessante Gefilde wagt, Kolonialgeschichte aufgreift, auf eine Art, wie ich es so bis jetzt noch nicht gesehen habe. Dann hatten wir einen Film wie Blood and Gold oder einen Film über fucking Ingeborg Bachmann. Ich meine, der deutsche Film macht doch wirklich viel und wir bewegen uns überall hin. Wir hatten Filme wie In den Gängen in den letzten Jahren. Wir haben so viel. Zwischen den Jahren ist auch noch ein gutes Beispiel, fällt mir gerade so ein. Wir haben Regisseurinnen wie na, Angela Schaneleck. Wir haben also prinzipiell die Berliner Schule. Wir haben doch einen Aslan, wir haben noch einen Petzold. Der deutsche Film, die Nouvelle Vague Allemagne, die existiert doch. Es passiert doch was. Der deutsche Film ist doch flexibel. Wir haben noch einen Toni Erdmann. Warum machst du dieses Video, um dich hinzusetzen und die Hände auf die Ohren zu hauen und zu sagen, nee, nee, nee. Seht ihr, die deutsche Filmförderung, die fördern auch bei den Amis mit. Ja, ist Dreck, sollten wir nicht machen, bin ich auch bei dir. Irgendwelche großen Studioproduktionen nochmal mit ein bisschen deutschen Steuergeld zu untermauern. Ja, Dreck, macht man nicht. Weg. Aber die Gänze, es geht doch hier um, dass wir den Kulturkontext, in dem es entsteht, ansehen. Und da ist es so, der deutsche Film kann sich mit breiter Brust hinstellen und sagen, es gibt jedes Jahr ein Banger. Es gibt jedes Jahr einen tollen Arthouse-Film. Es gibt jedes Jahr eine Komödie, die gut ankommt. Wir produzieren Filme. Wir sind hier nicht Russland, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, wo die ganze Filmkultur erstmal baden gegangen ist ein paar Jahre. Nein, wir haben unsere Filmkultur. Aber wenn Kritiker und gegenwärtige Geistesgrößen den immer wieder mit einer Gewalt und mit einer Niedertracht kleinreden, da brauchen wir uns auch nicht wundern, dass immer weniger junge Leute Interesse am deutschen Film haben. Wir müssen aktiv für den deutschen Film da sein. Und nicht, ich sehe nichts, ich sage nichts. Nein, wir müssen aktiv werben. Und das fand ich das Einzige, was an deinem Video gut ist, dass du ein Plädoyer machst, dass du für den deutschen Film sprichst. Aber nach so einem Vorbau, du kannst mir nicht erzählen, du stichst dann auf der Straße ab. Und sagst dann 5 Minuten später, oh hier, ich habe dir eine warme Decke gebracht. Bruder, den hast du gerade abgestochen, den deutschen Film. Wofür jetzt die Decke? Der verblutet. Das ist hohl. Ganz ehrlich, eine Frechheit von einem Video. Das ist wirklich antikulturelles. Das ist einfach antikulturell. So. Behind, ich hoffe, du siehst das Video. Ich möchte zwei Sachen noch. Ich möchte eine Diskussion mit dir über den deutschen Film führen. Ich habe ein Deutschland-Ticket. Ich bin ein lumpiger Student. Ich kann durch ganz Deutschland eiern, ist kein Ding. Falls du nicht wieder mit Hans Zimmer am Tisch sitzt. Weil
Du sollst mal mit jemandem über einen deutschen Film sprechen, der sich auch für Kino interessiert. Manchmal kann die Echokammer die Ohren verstopfen. Und zweitens, dann besprich doch eine Schaneleck. Du hast doch das Publikum. Das gilt auch für all deine Kollegen. Ihr habt die Reichweite. Ihr könnt den Geschmack der Leute richten. Ich meine, mein Gott, du zitierst in einem Video dieses unsägliche, kulturfeindliche, anti-intellektuelle Böhmermann-Video. Wenn dir beim Gucken des Videos nicht auffällt, wie wertlos der Inhalt ist, dann kann ich dir nicht helfen. Dann kannst du kein Kulturkritiker sein. Dann mache ich lieber für 170 oder wie viel auch immer Leute ich gerade habe, meine Videos und zeige oder rede aktiv über deutsche Filmkultur in meinen Clips, anstatt dass ich mich hinstelle und einfach nur, wenn die Springerstiefel an sind, da tritt es sich gut. Nee, man muss schon ein wenig drüber nachdenken, wie man deutsche Kultur repräsentiert in seinem Video und wie man über deutschen Film spricht. Weil so war das nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, behind, bitte. Sag Bescheid. Ich würde mit dir gerne drüber sprechen, weil das kann nicht dein Ernst sein. Das war ein Witz. Das war ein wirklicher Witz. Kannst gerne ein Follow-up-Video drehen. Kannst du Reaction machen. Ist mir scheißegal. Der deutsche Film hat mehr verdient als das, was du ihm da gegeben hast. Das war ein absoluter Witz. Ja, ich habe keine tolle Beleuchtung. Ich habe nicht hinter mir eine Wand. Ich habe geschmackvolle Hemden. Ich kann frei reden. Und ich habe ein Gefühl, was deutschen Film ausmacht. Mein Video hat für die Leute einen Wert, es zu gucken. Bei mir lernen sie was dazu. Bei dir sind sie Konsumenten. So, und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.